herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von IAC 80, das Magazin. Heute am 15.10. spielt 16.10.2010 heute das Auswärtsspiel gegen Miesbach. Okay, so, wir fangen mal an. Bei unserem. Beim. Ja, okay, machen wir erst mit Niki, DJ Niki Niklas aus New York City. Hallo Niklas, ja, die muss jetzt weg. Hallo Niklas. Hallo. Heute Spiel gegen Miesbach und wir sind die eindeutigen Favoriten heute. Aber jetzt sag nicht so, aber nicht. Was sagen Sie, wie schätzen Sie den Gegner ein? Ja, ich weiß es ja nicht, weil wir nicht mit Gegnern gespielt haben. Ja, das letzte gibt es auch schon. Aber was würdest du tippen? Wie geht das Spiel heute aus? Weiß ich nicht. Weiß es nicht. Ja, du bist viel zu aufgeregt. Ich sag einfach Ergebnis. 4-2. 4-2 Nürnberg. 5-2. 5-1 Nürnberg. Okay, jetzt kommen wir zu Alexander Heindl. Hallo Alexander. Hi. Hi Alex. Also Miesbach hat ja gegen Straubing 5-3 verloren. Ja. Aber da war auch Straubing... war noch der Typ aus der ersten Reihe da, der vier Tore gegen die geschossen hat. Heißt, ich denke, die sind ein bisschen schwächer als wir, aber wir gewinnen 6-2. Was sagst du zu einer Reihe? Ja, also krass, wir hören uns alle. Boah, das ist ja schon alt. Ja. Sowieso. Also, nee, was tippen Sie heute? Jan Mesut, 6-2 Punkte. Okay, für uns. Dann unser erstes Spiel von Felix Ribéry. Ja, 97er Jahrgang. 98. Oh, 98, tut mir leid. Ja, du kommst auch noch rein. Johannes, nimm mal die Aufstellung, da steht alles nach da. Ja, okay. Bitte gib mir mal die Meldung. Hallo. Ja, das ja, was geht? Oh, das ist was anderes Neues. Hier ist unsere Aufstellung. Ja. Unsere ganzen Spieler. Ja, jetzt frage mal nach. Okay, für Sie ist das heute Ihr erstes Spiel. Also Premiere. Ja. Sind Sie auch sehr aufgeregt? Naja, schon, eigentlich schon. Jawohl, gute Einstellung. Aber Sie brauchen sich da keine Sorgen machen. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber ein bisschen Schiss habe ich ein bisschen. Ja, wenn ich das sehe, auch wie du oder Carsten jetzt. Ne, und ich habe vom Hackel schon im Training einen Schuss Scheiß nicht, Alter. Und da habe ich schon ein bisschen Schiss, wie einer abballert. Was tippen Sie? Hä? Auf unser Spiel? Ja. 7-0 für uns. 7-0 für uns, okay. Den brauchen wir heute nicht. Justin Dominik als Ersatztorhüter heute dabei. Wie geht's Ihnen? Super. Wunderbar. Was tippen Sie als Ersatztorhüter? 7-0, wie vom Felix. Marcel Schulz, 97er Jahrgang, erst aus Erding gekommen. Aus Erding, ja? Und wie ist es in Nürnberg so? Das ist ein Playboy, der spielt mit mir in der ersten Reihe. Also, ja, Mann, Marcel. Der hat's drauf. So, guter Mann, was tippen Sie? 7-0. 12-0. Oh! Oder für Miesbach? Ja, geil. Okay. Und du für 4 Tore? Nein. Ey, was schreibt denn die Franzi, Mann? Die brauchen wir nicht. Hier ist Mesut Özil, der hat ja schon mehrere Spieler für die Schüler absolviert. Auch also in der Bundesliga. Ja. Sie haben keine Probleme damit, dass sie aufgeregt sind oder so? Nö. Okay, können wir weitergehen. Zum Torwart kommen wir am Schluss. So. Sascha La. Ey, Junge. Da geht's weiter. Wow, was ist mir schon wieder für ein Gammler? Du mal Mützen bitte ein wenig hoch, dass man dich sieht. Also du bist der Sascha. Harold. Und was? Ja, ich muss auf, wir machen jetzt Interview. Vielleicht. Und wie tippen Sie heute für das Spiel? Oh ja, ich höre, Miesbach soll kein schlechter Gegner sein. Also, weiß nicht. Sag einfach, geben Sie einen Tipp. Schätzen wir vielleicht 3-2 knapper Sieg für uns. Ja, okay. Schaut gut aus. Marcel Bender. Oder Tobias Vogel. Tobias Vogel. Spinnen Sie heute wieder? Nee, du. Okay. Was tippen Sie? 10-0 für Rissersee. Rissersee. Ja, du laberst nur Dreck. Ich würde sagen, 6-2 für uns. Okay. Marcel Bender. Sie als... Ja, Möchtegern Topscorer. Sagst du zu mir? Ja, also wie schätzen Sie den Gegner Miesbach heute ein? Weiß man nicht genau. Weiß man nicht. Naja. Ich glaube, wir haben das letzte Spiel gemacht, aber sie könnten stark sein. Ja, gegen uns werden sie auch nicht recht viel besser sein. Und gegen Darmstadt hat sich recht schwer getan. Ein 9-0 verloren, aber... Also was tippen Sie? Es geht weiter, Jungs. Motivational.
Okay, Paul. Ja, Paul in der Kofla, wo sind Sie? Ja. Gehen Sie mal ein Stück zurück, sonst yes, wird's. Yes. So, hallo. Hallo. Seidinger, Mann. Warte, ich muss ein Interview machen, Mann. Ah, hallo, Paul. Servus. Paul Kraul, Brüder. Ja, ey, geh mal, warte. Wie schaut es aus heute bei dir? Ja. Motiviert? Ja. Klar? Wie schätzen Sie den Gegner Straubing heute ein? Miesbach, meine ich. Schlecht. Schlecht? Ja, was tippen Sie? 15-0. Was? Okay. Für uns? Ja. Okay. Und unser Torhüter Max Schmid. Max Schmid? Max Schmid? Hallo, Maxi. Hallo, Maxi. Halt, ich muss wieder... 95er Jahrgang, habe ich gehört. Sind Sie fit? Ja. Ein bisschen früher, aber... Ja. Axel Rice da hinten. Reingeschaut. Und wie schaut's aus? Wie schätzen Sie den Gegner dieses Mal von der einen? Katastrophal. Katastrophal? Ja, der gegen Straubing vorhin, was soll man dazu sagen? Ja. Ja, egal, komm, aber weiter geht's. Wie gesagt, man darf die Gegner nicht unterschätzen. Ja, nein, das ist das höchste Gebot meistens. Aber wenn man so Superstars wie Johannes Heidinger in der Mannschaft hat, dann. Ja. Okay. Was tippen Sie? Kriegen Sie heute Tor? Knapper 10-0 Sieg, aber. Okay. Ja. Johannes Heidinger. Kameramann, okay. In der Moderator. Also. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut hier. Ja. Auch wunderbar hier. Sieht man doch. Ja, also. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was? Jetzt nervt du noch? Ja, ich film schon noch, glaube ich. Ja, ja, dann mir geht's echt wundervoll. Was tippen Sie? Bin glücklich. Was tippen Sie? Ja, ich tippe so 7-2 für uns. Sie sagen, dass der Torwart ein Tor reinbekommt? 2? Klar. Carsten Höll. Hallo. Hallo. Haben Sie heute Snooze dabei? Nein. Dann ist es eh vorbei. Okay, also was tippen Sie heute? Carsten hat kein Snooze. Also er macht heute kein Tor. Er bekommt kein Tor. Johannes Heidinger macht 1, Heimel macht 2, Marcel Schulz macht 4 und Höll macht 5. Lass uns mal so lange machen, Uli, die schreiben wieder Tor. Ja, okay. Ey, Carsten, Höll macht 5. Du bleibst einfach bei deiner Meinung, oder? Okay, das war's heute mit unserer heutigen Ausgabe EHC 80. Das Magazin. Auf dem Weg nach Miesbach. Man sieht sich nächste Woche. Nein, nächste Woche fahre ich nicht mit, da habe ich Arbeit. Scheiß drauf. Also, ciao und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Denkt dran, Eishockey, die schnellste Mannschaftssportart der Welt.